Hallo, mein lieber Stier, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Oktober, lieber Stier. Wir schauen uns an dein Hauptthema, was kommt auf dich zu, der Rat der Karten und wie immer dein blinder Fleck. Was liegt im Verborgenen, im Schatten und ist dir nicht bewusst? Lieber Stier, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen, das ist auch völlig in Ordnung. Nimm nur das, was passt und biege ja nichts zurecht. Es kann auch sein, dass nur eine Botschaft für dich ist. Vielleicht sind auch mehrere Botschaften für dich. Falls du einmal das Gefühl hast, du brauchst ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Neu habe ich jetzt auch die Jahreslegungen dort hochgeladen. Die sind jetzt buchbar. Link ist weiter unten. Ja, lieber Stier, dann fangen wir doch an. Stier, Hauptthema Oktober, bitte. Oh, uiuiui, ui, fängt ja gut an. Der Hierophant. Es geht auf die nächste Ebene, lieber Stier. Egal was das ist, ob das jetzt im Beruf ist oder in der Liebe. Schön. Falls du jetzt Single bist und vielleicht gerade in einer Kennenlernphase bist, kann es sehr gut sein, dass du jetzt im Oktober offiziell in eine Beziehung kommst. Für einige kann es sogar ein Heiratsantrag sein. Einfach die nächste Ebene erreicht dich hier. Ganz schön. Was haben wir hier? Wow. Kann auch sein, dass ihr gemeinsam einen Vertrag unterschreibt und vielleicht zusammen etwas erwerbt oder zusammenzieht. Sehe ich auch für einige. Ihr baut ein Fundament auf, gemeinsam. Ein starkes Fundament. Es geht einfach auf die nächste Ebene. Schöne Energie. Fängt ja wirklich gut an. Schauen wir mal genau rein. Der Hierophant, warum? Ja, der Herrscher. Herrscherenergie, vielleicht ist auch ein bisschen deine Karte. Vielleicht hast du es auch mit einem Erdzeichen zu tun, muss aber nicht. Oder dein Gegenüber ist jemand, der selbstständig ist. Kann auch sein. Oder ich sehe wirklich, wie du die Zügel in die Hand nimmst und dein Leben steuerst. Also super. Also wirklich toll. Schauen wir mal weiter. Was kommt auf dich zu? Mit was musst du rechnen, lieber Stier? Oktoberstier. Weil dein Hauptthema ist sehr gut bis jetzt. Stier, bitte. Wow, interessant. Ui, ui, ui. Aster Kelche. Chance für unglaublich grosses Glück, Liebe, Erfüllung. Egal jetzt ob Beruf oder eben Liebe. Eine Chance kommt auf dich zu. Aber, lieber Stier, du musst diese Chance selber annehmen. Wenn du sie nicht willst, dann geht sie weiter. Aber hier, unglaublich, ganz stark. Der Teufel. Kann ich das jetzt sagen? Ich nehme Ich nehme unglaublich starke Leidenschaft wahr. Also da passt es total im Schlafzimmer. Also unglaublich. Nicht nur auf der mentalen Ebene, sondern auf der körperlichen Ebene. Einfach mega krass gut. Nämlich ganz stark wahr für ganz viele von euch. Kann auch sein, dass du es mit einem Steinbock zu tun hast. Muss nicht. Was ich auch sehe für andere von euch, dass ihr vielleicht Angst habt, in eine Abhängigkeit zu kommen. Weil der Teufel kann auch auf Abhängigkeiten hindeuten. Und ich meine, Abhängigkeiten, das müssen nicht Substanzen sein. Das können auch Ängste sein. Das können Personen sein. Das können verschiedene Dinge sein. Aber ich schaue gleich mal rein, weil diese Karten sind so gut. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das irgendetwas Doofes ist. Aber schauen wir mal, der Teufel hier. Ah, ja. Ja, jetzt weiß ich, was das ist. Okay,
Ich nehme ganz stark wahr, dass für einige von euch es zu langsam geht und ihr so richtig drauf wartet, bis es weitergeht. Ihr wollt noch weiter und noch weiter und noch weiter. Ja, also für einige von euch geht es ein bisschen zu langsam, nehme ich wahr, mit Ritter der Münzen. Ihr wartet auf etwas. Das kann eben, dass die nächste Ebene kommt, dass vielleicht die Verbindung stärker wird. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Dass die Verbindung stärker wird, dass man vielleicht endlich gefragt wird, ob man die Person heiraten möchte oder dass man in eine Beziehung kommt. Einfach, es geht zu langsam und du klammerst richtig daran und wartest extrem. Wann geht es weiter? Also ja, ein bisschen lustig, Entschuldigung. Kann auch sein, dass es dein Gegenüber ist. Also es muss nicht du sein, kann auch dein Gegenüber sein, der eifrig wartet, bis endlich weitergeht und das kaum erwarten kann, bis der nächste Schritt kommt. Man, das ist so eine, es fühlt sich so mehr nach so eine kindliche Ungeduld an. Man freut sich richtig und man bangt darauf, so wie an Weihnachten. Man wartet, wann sind endlich die 24 Tage durch und man bekommt die Geschenke. So ein bisschen in diesem Stil, weißt du, wie ich meine? Kann auch beruflich sein. Vielleicht wartest du dort auf eine Nachricht, auf einen positiven Bescheid und du bist so richtig am Warten. Sehr interessant, sehr lustig. Also wirklich nur die Botschaften, die für dich sind. Wird natürlich nicht für alle zutreffen. Für andere bekomme ich auch rein, dass euch irgendetwas extrem leidenschaftlich gepackt hat. Also wirklich unglaublich. Es grenzt schon fast ein bisschen an Verbissenheit. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, falls ihr euch jetzt erwischt, dass ihr vielleicht ein bisschen zu verbissen seid, locker lassen, weil hier mit Ass der Münzen Chance für Erfolg. Könnte auch sein, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Liebe, Erfüllung, du bekommst hier eine große Chance, kommt auf dich zu. Kann auch wirklich eine Beförderung sein hier, sehe ich auch für einige ganz stark mit dem Herrscher. Ich bekomme auch rein, einige von euch warten vielleicht auf einen Kredit, um sich selbstständig zu machen und ihr bekommt dann den Bescheid hier. Sehe ich auch. Aber schauen wir mal weiter. Vor allem finde ich interessant, der Herrscher. Kann auch sein, dass du es eben mit einem Herrscher zu tun hast oder dass du selber zum Herrscher wirst, dass du selber dein Leben lenkst, auch lernst. Hey, jeder Mensch begegne ich mit auf Augenhöhe. Ich lasse mich nicht mehr unterdrücken. Vielleicht hast du das in der Zukunft, in der Vergangenheit getan. Weil du hast hier zweimal den Herrscher. Interessant. Schauen wir mal, der Herrscher. Warum der Herrscher? Ja. Vier der Münzen und 10 der Stäbe. Vielleicht hattest du in der letzten Zeit etwas Angst bezüglich der Finanzen. Generell Angst, irgendetwas hat dich belastet und du konntest dich wie nicht entspannen. Und das hört jetzt auf. Du kannst dich aufrichten, das ist nämlich zu Ende, das geht vorbei. Du kannst endlich mit irgendeinem Kapitel, was an dir genagt hat, abschließen, und zwar komplett. Schauen wir mal, Aster. Ja, du bekommst irgendeine Nachricht. Eine unglaublich gute, vielleicht eben eine Gehaltserhöhung, vielleicht eine Nachricht von einer Person. Und diese Nachricht gibt dir Vertrauen und es geht dann weiter. Schön. Schauen wir mal weiter, lieber Stier. Stier bitte. Stier bitte. Oh ja, König der Kelche, Wasserenergie. Sieben der Kelche. Oh, der Turm, warum? Ah. Schon wieder. Du willst irgendetwas aufbauen. Vielleicht willst du eben auch ein Haus oder eben das Band enger knüpfen oder beruflich irgendetwas aufbauen. Weil hier mit König der Kelche ist auch sehr eine gefühlsvolle, intuitive Karte.
Kann aber auch eine Personenkarte sein, dass du es hier mit einem Wasserzeichen zu tun hast, dass ein Wasserzeichen eine sehr extreme, wichtige Rolle hat im Monat Oktober. Was ich aber interessant finde, sind diese zwei, 7 der Kelche und der Tower, der Turm. Irgendetwas Unerwartetes kommt hier. Etwas, was du nicht kommen siehst. Hier mit König der Kelche wirst du deine Empfindungen extrem gut spüren. Also du wirst richtig extrem intuitiv, ganz stark. Du kommst in deine Mitte hinein. Oder eben du hast mit einem König der Kelche zu tun. Oder jemand, der eben diese Eigenschaften hat. Weil hier mit 7 der Kelche plötzlich siehst du Möglichkeiten, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Vielleicht tauchen hier Wünsche auf, verschiedene Wünsche, verschiedene Visionen, Vorstellungen. Ich sage immer, 7 der Kelche kann auch sein. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, sondern dass man wirklich nicht anfängt zu fantasieren, sage ich jetzt mal blöd gesagt, sondern dass man wirklich immer noch klar sieht und nicht zu sehr etwas zusammenmixt. Aber schauen wir mal mit den Karten. Vor allem diese zwei. Also schauen wir mal, der Tower, warum der Turm? Zwei der Kelche und fünf der Schwerter. Noch eine. Sieben der Kelche, bitte. Und König der Kelche. Schon wieder König der Kelche und sechs der Kelche. Ja, interessant. Also ich bekomme verschiedene Szenarien rein. Nimm wirklich nur das, was passt. Ganz, ganz wichtig. Ich sehe, dass bei einigen von euch es könnte sein, dass unerwartet eine Vergangenheitsperson wieder in euer Leben kommt oder bei eurem Gegenüber. Weil hier kommt eine Nachricht, die eine positive Nachricht, aber die etwas voranbringt, etwas Überraschendes. Kann sein, dass plötzlich vielleicht die Vergangenheitsperson nie eine Beziehung wollte und plötzlich will sie es. Und du bist komplett überrascht. Weil ich sehe hier, dass da vielleicht in der Vergangenheit etwas war mit fünfter Schwerter und König der Stäbe, dass sich diese Person vielleicht nicht binden wollte. Und jetzt möchte sie es plötzlich, aber du hast bereits jemand anderes. Ist jetzt wirklich eine spezifische Eingebung, die ich hatte? Trifft natürlich nicht auf alle zu. Ganz, ganz wichtig. Was ich auch sehe, dass dir bewusst wird, wie stark die Verbindung ist zu dieser Person oder zu diesem Traum. Wie stark, wie wichtig dir das ist. Und ich sehe hier auch, dass dir bewusst wird, was du alles mit dieser Person haben kannst. Oder dieser Person wird es bewusst. Sie sieht plötzlich. Vielleicht konnte sie sich nie mit jemandem Kindern vorstellen oder heiraten und plötzlich sieht diese Person das mit dir oder du siehst das bei dieser Person. Und du bist komplett überrascht, weil das hattest du noch nie. Auch mit dem Turm. Das muss nichts Negatives sein. Das kann auch sein, dass man einfach komplett überrascht ist. Was ich aber auch sehe für andere ist, das ist aber auch wieder ganz, ganz, ganz spezifisch. Hey, jetzt nichts irgendwie Teufel an die Wand malen oder sich etwas oder paranoid werden, so will ich sagen. Ganz, ganz wichtig. Für andere sehe ich, dass ihr plötzlich erfahrt, dass vielleicht diese Person schon mal verheiratet war oder noch in einer Beziehung ist. Sehe ich auch, für aber ganz, ganz wenige. Und dass das euch richtig überrascht.
Aber für andere wird es wirklich eher eine positive Überraschung sein. Etwas Unerwartetes, was ihr so nicht kommen seht. Interessant. Schauen wir mal, was ist der Rat der Karten? Lieber Stier, was ist der Rat der Karten? Oktober. 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 Kann auch sein, dass ihr vielleicht nie eine Beziehung wollt zuerst und plötzlich wollt ihr heiraten. Der Eremit. Geh tiefer in deine Seele hinein, in deine Gedanken. Überleg ganz gut, was macht dich glücklich. Vielleicht sind alte Glaubenssätze auch nicht mehr aktuell. Vielleicht passen auch alte Einstellungen gar nicht mehr zu dir als Person, weil du gewachsen bist, weil deine Persönlichkeit sich verändert hat. Jungfrau-Energie, auch Erdung. Überleg dir einfach, ist das Leben, das ich jetzt führe, oder die Einstellungen, die ich jetzt lebe, passen die überhaupt noch? Und dann sei ehrlich zu dir. Nicht stur sein und sag, ja, ich habe doch gesagt, vor 10 Jahren so und so. Sei ehrlich zu dir, überleg. Was kann sein, dass gewisse Dinge sich ändern? Und schauen wir mal weiter. Was ist denn dein blinder Fleck? Ritter der Stäbe, sei nicht ungeduldig. Die Ungeduldskarte. Nicht ungeduldig sein. Step by step. Hetze niemanden. Vielleicht hetzt du ein bisschen. Vielleicht nicht mit Worten, aber vielleicht mit deiner Energie. Das spürt man, wenn jemand ungeduldig ist. Jemand Druck macht. Auch wenn er nichts sagt. Aber energetisch, wenn du mit jemandem verbunden bist, spürt man das. Nicht so schnelle Entscheidungen treffen, auch im beruflichen Bereich. Genau hinschauen und jeder einzelne Schritt bewusst wählen. Schauen wir noch mit den Orakelkarten. Stier bitte. Stier. Kann wirklich sein, dass da nochmals jemand kommt. Natürlich nicht für alle. Klarheit. Also du wirst Klarheit bekommen, falls noch irgendwo Fragezeichen sind. Du Antworten brauchst und du wirst dich vielleicht mit jemandem versöhnen. Muss nicht unbedingt eine Person sein, wo du eine Liebesbeziehung hast, kann auch eine Freundschaft sein oder Familienmitglied. Aber hier findest du zu jemandem zurück. Kann auch sein, dass du zu dir selber zurückfindest. Und Passion, eben starke Leidenschaft. Bist schon wahrgenommen? Ganz, ganz stark. Ultra stark. Falls du jetzt sagst, ja nein, bei mir ist alles eingeschlafen, dann geh hinaus, dann bekommst du es wahrscheinlich. Diese starke Energie und diese Verbindung. Ja, danke dir fürs Zuhören, Zuschauen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.